Die Region des heutigen Südmeerens wurde bereits in der Steinzeit besiedelt. Als politisch und kulturell bedeutende Region auf der Landkarte Europas trat Mähren am Anfang des 9. Jahrhunderts unter dem Namen Großmähren ins Licht der historischen Quellen. Dieses Reich gewinnt zusätzlich an Bedeutung durch die Ankunft von Kyrill und Method im Jahre 863. Sie begründeten eine ursprüngliche, schriftliche und gesprochene Kultur. Seit dem 11. Jahrhundert, als Mähren von den Przemysliden erobert wurde, hieß die Region Mährische Markgrafschaft. Diese Bezeichnung hält sich bis 1918. Die Przemyslidische Ära geht 1306 mit der Ermordung Wenzels III., des Königs von Böhmen und Markgraf von Mähren, in Olmütz zu Ende. Nach unruhigen Zeiten kommt Mähren in den Besitz der Luxemburger. Ein bekannter Herrscher aus dieser Dynastie ist Jobst von Mähren, der sogar zum römischen König gekrönt wurde. 1645 zog die schwedische Armee nach Mähren und besetzte die meisten Städte. Brünn konnte sich dank seiner guten Befestigungs- und Abwehrsysteme unter Anführerschaft des tapferen Raduy de Souch mit Erfolg verteidigen. Im Jahr 1782 erkannte der Aufklärungskaiser Josef II. Brünn endgültig als die Hauptstadt von Mähren an. 1805 ereignete sich die berühmte Dreikaiserschlacht bei Austerlitz, bei der der französische Kaiser Napoleon die vereinten Armeen des österreichischen Kaisers Franz und des russischen Zaren Alexander besiegte. Hiermit stehen wir nun am Anfang des 19. Jahrhunderts. In Mähren entstehen die ersten Maschinenbauunternehmen und diese Entwicklung nimmt die Rolle Mährens als industrielles Zentrum der österreichisch-ungarischen Monarchie vorweg. 1918 schließlich entsteht der souveräne tschechoslowakische Staat und sowohl Monarchie als auch die Mährische Mark fallen endgültig der Geschichte anheim. Ein Jahr später wird in Brünn als zweite Universität auf tschechischem Boden die Masaryk-Universität gegründet. Im Laufe des Zweiten Weltkriegs wurden rund 80.000 Juden aus dem Protektorat Böhmen und Mähren, wie das besetzte Gebiet zwischen 1939 und 1945 genannt wurde, deportiert und ermordet. Am 26. April 1945 wurde Brünn durch die Rote Armee befreit und die Bewohner, welche sich zur deutschen Staatsbürgerschaft bekannt hatten, wurden vertrieben, was zum Teil von gewaltsamen Exzessen begleitet war. 1968 wird Mähren Teil der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Die folgenden 20 Jahre werden Menschen hier in der tristen Periode der sogenannten Normalisierung nach dem Prager Frühling verbringen, deren Ende 1989 durch die Samtene Revolution eingeläutet wird. Das Land, das 1993 in tschechische und slowakische Republik geteilt wird, betritt den Weg der Demokratie.